Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von UFC. Wir haben heute den 31.03.2018 bei der UFC 225. Unser heutiger Gegner wird Courtney Clark sein. Seine Bilanz ist 14-8-0 und sein Stil ist Ringer und es hat Freistil. Und wir sind in der Main Card und ich will dir keinen Druck machen, aber du kämpfst auf der Main Card. Ja. Den machen wir dann schon fertig. Würde ich mal so sagen. Hoffe ich. Ich weiß es nicht. Sehen wir dann, wie das Match ausgeht. Passiert. Und so, jetzt sind wir an den Bodentechniken, müssen wir arbeiten. So, und währenddessen erzähle ich euch etwas über die Gewichtsklassen. Also es gibt einmal das Flyweight, das Fliegengewicht, damit kannst du fliegen. Es hat 125 und weniger LB, macht 57 und weniger Kilo. Dann das Bantamgewicht, 126 bis 135 LB, 57 bis 61 Kilo. Das Federgewicht, Featherweight, ist 136 bis 145 LB. Das sind 61 bis 66 Kilo. Dann das Leichtgewicht, Lightweight ist Leichtgewicht, 145 bis 155. Das macht 67 bis 71 Kilo. Ja, jetzt müssen wir ihn nehmen. Und dann gehen wir hinter ihn. Und da lass wieder los. Dann gibt es das Weltergewicht, wo wir auch Carlos trainieren. 155 bis 170 LB, 71 bis 78 Kilo. Dann das Middleweight, Mittelgewicht, 170 bis 185 LB. Das sind 78 bis 85 Kilo. Dann das Light Heavyweight, Halbschwergewicht. Das sind 185 bis 205 LB. Also das sind so 85 bis 94 Kilo. Dann das Heavyweight, das ist Schwergewicht 205 bis 265 LB. Das sind 94 bis 120 Kilo. Dann gibt es noch die nicht benutzt werden in der UFC zurzeit. Das ist einmal Super Heavyweight, Super Schwergewicht über 265 LB, über 120 Kilo. Und bei Strawweight, Stroh und Strohhalmgewicht macht 155 LB und es sind 52,15 Kilo. Also ganz leichte Menschen. Also könnte auch Federgewicht sein, aber ist dann wieder ganz was anderes. So. Dann erzähle ich euch etwas über Fouls. Als Fouls werden Kopfstöße, also so Kopfnuss, glaube ich, jegliches Angreifen der Augen, Pieksen, Beißen, Haare ziehen, Einhaken der Finger, zum Beispiel im Mundwinkeln. Tiefschläge, Einführung der Finger in Körperöffnungen, Verletzungen, Griffe an kleine Gelenke, Schläge auf Hinterkopf oder Wirbelsäule nach unten, gerichtete Schläge mit der Spitze des Ellenbogens, 12 bis 6 Ellenbogen, Schläge auf den Hals sowie das Abdrücken der Luftröhre,
Kratzen, Kneifen oder Verdrehen der Haut, Festhalten des Schlüsselbeins, Tritte auf den Kopf eines am Boden liegenden Gegners, das Knien auf dem Kopf eines am Boden liegenden Gegners, das Drauftreten, Stampfen eines am Boden liegenden Gegners. Also es gibt schon harte Regeln und dennoch ist es ein sehr harter Sport, wo man eigentlich auch Spaß hat zuzuschauen. Und ja, das. So, jetzt haben wir unser Kampf. In der heutigen UFC Colton Clark versus uns. Uns, was ist Deutsch hier? Carlos Baker. Und jetzt lassen wir mal Bruce Buffer sein Wort. Na, ja, wir kommen aus dem Money. 1,80 Meter groß. 77 Kilo. Deutschland. 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 Deutschland, 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 Deutschland. So. Nee, woher kommt der? Calgary, Alabama, Kanada. Oh, Kanada, oh, Kanada. Ach nee, hört sich an wie Weihnachtslied. So. Yves Levine, Ringrichter. So, während ich hier das Match kämpfe, dann erzähle ich noch ein paar Fouls. Fersentritte auf die Nieren, das Werfen des Gegners auf den Kopf oder Nacken, siehe Piledriver, was beim Wrestling auch nicht alle Personen machen können, es dürfen nur die Personen machen, die es perfekt ausüben können. Das Werfen des Gegners aus dem Ring oder dem umzäunten Bereich habe ich zwar noch nicht gesehen, aber ja. Festhalten der Hose oder Handschuhe des Gegners, anspucken, unsportliche Vorgehensweise, die eine Verletzung zur Folge hat, Festhalten an den Seilen oder an dem Zaun, Beleidigungen innerhalb des Rings, Zauns, Angriffe während der Pause, Angriffe auf Gegner unter der Obhut des Schiedsrichters, Angriffe nach Ertönen der Ringglocke, Nichtbeachtung der Schiedsrichterentscheidungen, Feigheit, zum Beispiel Vermeidungskontakt mit dem Gegnern, also sage ich schon mal, das Match hat begonnen und du gehst einfach, ohne dass du gekämpft hast, und fremdes Eingreifen. Die Schiedsrichter können nach Ermessen der Härte auch entscheiden, ob es ein oder mehrere Strafpunkte gibt. Und falls ein Foul einen Kämpfer kampfunfähig gemacht hat, wurde, kann der Kampf bei einem absichtlichen Regelverstoß mit einer Disqualifikation enden. Also nicht hier mit Gegenständen wie beim Wrestling, sondern schon etwas härter. Ist das hier das Ende? Ich hoffe nicht, dass wir jetzt verlieren. Ich hoffe, wir kommen wieder raus. Naja, ich sag dann schon mal Dankeschön fürs Zusehen. Ich freue mich über neue Abonnenten, Likes und wir haben da leider verloren. Also tschüss, bis dann. Bis zum nächsten Mal. Holt sich den Sieg durch technischen K.O. Werfen wir jetzt einen Blick in die Wiederholung des Kampfes. Und jetzt zu Bruce Buffer mit dem offiziellen Ergebnis. Ladies and gentlemen, referee Yves Levine has called a stop to this contest at 3 minutes 44 seconds of the very first round. Declaring the winner.